Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition, Mut, Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Feuerfrei! Für Tsushima! Angriff! Fürst Sakai, auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Wir müssen den Anführer erledigen! Männer, mir nach! Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Yeah!
Wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg: den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Mongolenanführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben, welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch?
Wie komme ich hierher? Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Keine Waffen, nur Vorräte. Ich muss weiter. Mongolen. Jemand hat mich gerettet. Mich hier versteckt. Hat vielleicht mein Schwert. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Meine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Wartet! Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir nicht! Tio Domini! Reiß! Ich habe Reiß! Bitte! Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Nicht jetzt. Mist. Runter. Bewegung. Hier lang. Für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Der Shito? Vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen.
Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Hier drunter. Sie reiten über die ganze Insel. Versklaven Leute und töten die Schwachen. Hier durch. Würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Kletterst auf Dächer. Plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Dein Schwert gab und gleich da vorne. Toro! Mist! Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Vielleicht ist dein Katana drinnen versteckt. Es muss hier sein.